So, jetzt fehlt noch oben das gelbe Lämpchen, dass wir online sind. Live. So, wir sind live. Da oben rechts leuchtet das Lämpchen live und hier spricht live Teves. Der letzte Abend dieser Krimi-Woche. Ich darf die Schlussmoderation übernehmen und war eine interessante Woche, eine spannende Woche, eine aufregende Woche für die Teilnehmer, für die Organisatoren. Und wenn man sich die Feedbacks anguckt, so auf Facebook, hat das also sehr vielen Leuten gefallen. Und zum Abschluss haben wir nochmal zwei echte Hämmer dabei. Zuerst Angelique Mundt, es wird kein Morgen geben. Und danach kommt dann noch Tibor Rode mit seinem Thriller. Und das hier, fangen wir direkt mal an mit der Angelique, ist jetzt ungefähr ein Jahr, März 2015, erschienen. Ist der zweite Roman von Angelique, in der es um eine Psychotherapeutin geht, die Hauptfigur Tessa Ravens und einen Hauptkommissar Torben Koster, spielt in Hamburg, ist aber kein typischer Regionalkrimi, so wie ich das empfunden habe, sondern tatsächlich ein psychologischer Whodunit. Und das bleibt nicht aus. Die Hauptfigur Tessa ist Psychotherapeutin in einer Einrichtung, die sich Kriseninterventionsteam nennt. Das ist eine ungewöhnliche und vielen Lesern wohl unbekannte Einrichtung. Angelique wird uns dann nachher noch was dazu sagen, das hoffe ich. Aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass auch du Psychologin bist und in diesem Hamburger Kriseninterventionszentrum ehrenamtlich arbeitest und deswegen das alles sehr authentisch ist. Da sind wir auch schon ganz gespannt drauf. Ich möchte noch einen ganz kleinen Break machen. Ich bin nämlich ein Freund erster Sätze. Und deinen ersten Satz, den fand ich total klasse. Darf ich mal ganz kurz zitieren? Ein schneller Tod, dachte Polizeioberkommissar Bruns, während er aus dem Fenster sah. So, und da fragte sich natürlich, oh, ein Kommissar, ein Tod, ein schneller dazu, das klingt spannend. Und wenn man dann zwei, drei Sätze weiterliest, dann kriegt man schon so eine Ahnung davon, wie Angelique sozusagen ihre Story aufbaut. Nämlich, da kommt ein schöner Twist, der Polizeioberkommissar Bruns, der beobachtet in diesem Satz, wie Schneeflocken, wenn sie auf den Boden fallen und am Boden schmelzen und dann sterben. Das ist also dieser schnelle Tod. Fand ich einen super Einstieg, toller Twist und könnte auch als Andeutung für den Leser verstanden werden, dass er selbst bei Kleinigkeiten in diesem Buch in die Irre geführt wird und vielleicht auch bei größeren Plothandlungen. Also genau lesen. Und jetzt genau zuhören. Wir steigen kurz nach dieser ersten Szene ein, in Seite 12, ne? Ja, Seite 12, das stimmt. Dann übergebe ich an Angelique. Ja, erst einmal ein Hallo auch von mir an alle, die jetzt online sind. Ich freue mich total, die einleitenden Worte. Perfekt, besser hätte ich selber niemals sagen können. Deswegen fange ich tatsächlich gleich an zu lesen. Und ich fange nicht ganz am Anfang an, deswegen würde ich gerne zwei, drei Worte vorausschicken. Das Buch spielt nämlich im Winter. Es ist frostig kalt und eine stürmische, kalte, ungemütliche Nacht, als eine junge Frau namens Elisabeth König auf ein Polizeirevier in Hamburg kommt. Und sie ist sehr aufgelöst und möchte ihren Mann vermisst melden. Ihr Mann würde sie und ihre Tochter, so erzählt sie, niemals alleine lassen. Er ist Rettungsassistent und Feuerwehrmann und das würde er einfach nicht tun. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man auf ein Polizeikommissariat geht und einen Erwachsenen vermisst meldet, geht es nicht so einfach, wenn nicht eine Fremdgefährdung oder eine Eigengefährdung vorliegt. Und insofern macht die Polizei nicht viel. Sie nimmt das artig auf und gibt auch eine Meldung an die Streifenwagen raus und die Krankenhäuser werden abtelefoniert, aber im Grunde machen die nicht viel. Und weil diese Nacht so garstig ist und die Frau so sehr aufgelöst, hat der Kommissar, der die Anzeige aufnimmt, ein Einsehen und ruft das Kriseninterventionsteam zur Betreuung dieser Elisabeth König. Es wird vielleicht gleich ein bisschen klarer, was das ist. Und die Tessa ist jetzt also angekommen und fährt die Elisabeth König mit dem Auto wieder nach Hause. Tessa äugte zum wiederholten Male zur Beifahrerseite.
Doch die Frau blickte stur geradeaus durch die Windschutzscheibe und schwieg. Tessa wartete. Die verflixte Eispiste forderte ohnehin ihre ganze Aufmerksamkeit. Aber neugierig war sie schon. Wohin mochte der Ehemann verschwunden sein? Ahnte Elisabeth König wirklich nicht, warum er wie vom Erdboden verschluckt war? Warum machen Sie das? Fragte die Frau in der Stille. Was? Tessa begriff nicht gleich. Krisenintervention. Was für ein Name. Wir versuchen Menschen in seelischen Extremsituationen beizustehen. So wie bei mir? Ja, so wie bei Ihnen. Tessa drehte die Wagenheizung höher. Elisabeth Königs Stimme zitterte. Vor Kälte? Es ist etwas Schreckliches passiert, ich weiß es. Was vermuten Sie denn? Die Frau schaute sie zum ersten Mal an. Ihr Gesicht war tränenverquollen. Sie glauben mir? Ich nehme an, Sie kennen Ihren Mann am besten. Nein, ich kenne ihn nicht mehr. Sie wandte sich brüsk ab und blickte aus dem Seitenfenster ins Schneegestöber. Wir haben fürchterlich gestritten, flüsterte sie. Die Fotos. Was für Fotos? Fragte Tessa nach einer Weile. In welchen Krisen helfen Sie? Fragte die Frau. Die Polizei fordert uns bei traumatisierenden Ereignissen an. Tessa warf ihr einen kurzen Blick zu. Wissen Sie für Opfer, Überlebende, Angehörige oder Zeugen von schweren Unfällen oder Gewalttaten? Elisabeth König antwortete nicht. Tessa vermutete, dass die Frau von den Fotos ablenken wollte. Was es damit wohl auf sich hatte? Hörte sie überhaupt zu? Wir haben in den schwersten Stunden Zeit für diese Menschen und sorgen dafür, dass sich aus der Katastrophe keine Traumastörung entwickelt. Katastrophe, ja, das kann man wohl sagen, flüsterte die blonde Frau. Was sind denn das für Fotos? Fragte Tessa noch einmal. Wir sind da. Elisabeth König zeigte geradeaus. Das zweite Haus auf der linken Seite. Tessa parkte den Wagen in der Auffahrt eines weißen Einfamilienhauses. Auf der Rasenfläche vor dem Häuschen stand ein Schneemann, liebevoll dekoriert mit Möhre, Knopfaugen und Hut auf dem Kopf. Kurze Zeit später stellte Elisabeth ein Tablett mit zwei Bechern und einer Kanne Tee auf den Wohnzimmertisch. Sie legte ein schwarzes Notizbuch dazu. Eine Hand ruhte schützend darauf, während sie stockend zu erzählen begann, wie sie sich in ihren Martin verliebt hatte. Sie war Mitte 20 und ein Küchenbrand bei ihrer Freundin hatte die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Genau genommen hatte es nur gekokelt, aber der hübsche Feuerwehrmann wollte gar nicht wieder gehen. Sie strahlte glückselig, als er ihr einen Zettel mit seiner Handynummer zusteckte. Zwei Tage später fasste sie sich ein Herz und rief ihn an. Von da an ging es nur noch bergauf. Martin hatte keine Eltern mehr und Elisabeth wurde schnell zu seiner Familie. Sie klebten aneinander wie Briefmarken auf dem Kuvert. Sie liebten Campingausflüge in die Natur und die Musik von Amy Winehouse, aßen lieber Vollkornspaghetti als Steak, schliefen bei geöffnetem Fenster und spielten leidenschaftlich gern Doppelkopf. Deutsches Blatt. Als ihr Wunschkind Amelie zur Welt kam, schien das Lebensglück perfekt. Martin bestand darauf, an den Stadtrand ins Grüne zu ziehen. Es sollte seiner kleinen Familie an nichts mangeln. Sie fanden ein Haus in Sasel, direkt am Naturschutzgebiet Hainisch-Ihland, und verschuldeten sich mit einem glücklichen Grinsen auf dem Gesicht. Martin verdiente als Feuerwehrmann zwar keine Reichtümer, aber das war ihnen egal. Sie genossen ihr Glück. Sie waren eine harmonische Familie und Elisabeths Welt hätte nicht schöner sein können. Dann ging Elisabeths Laptop kaputt. Sie bestellte einen Ersatzteil
Und wäre die Post schneller angekommen? Oder hätte sie die Adresse von Martins Tante nicht so dringend gebraucht, um die verspätete Geburtstagskarte auf den Weg zu bringen? Dann wäre heute noch alles gut. Das verstehe ich nicht, sagte Tessa. Endlich kamen sie der Sache näher. Martin rückte zu einem Großbrand in einer Lagerhalle aus. Ich konnte ihn nicht nach der Adresse fragen, also habe ich seinen Computer hochgefahren. Ich kenne sein Passwort. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Sie seufzte. Ich suchte nach der Anschrift. Dabei bin ich auf einen Ordner namens Hotel gestoßen. Ich war neugierig. Vielleicht plante er einen Überraschungsurlaub. Elisabeth strich behutsam über das schwarze Büchlein. Tessa traute sich nicht, Elisabeth in ihren Gedanken zu unterbrechen. Was immer sie in diesem Ordner gefunden haben mochte, es hatte ihre Welt verändert. Ich habe sie ausgedruckt, sagte Elisabeth, als hätte sie Tessas Gedanken gelesen. Ich konnte es nicht glauben. Es ist auch alles gar nicht wahr. Ich musste wissen, was das zu bedeuten hat. Wir sind doch eine glückliche Familie. Sie zögerte. Dass sie weg ist, ist meine Schuld. Elisabeth öffnete das Büchlein und nahm zwei gefaltete Blätter heraus. Sie schlug sie so vorsichtig auf, als ob sie zerbrechen könnten. Also doch eine Geliebte, dachte Tessa. Sie konnte nichts erkennen. Elisabeths Blick starrte ins Leere. Dann drehte sie die Blätter um und schob sie zu Tessa rüber. Mein Gott. Tessa konnte den kleinen Aufschrei nicht unterdrücken. Sie sah zu Elisabeth, die jedoch nicht reagierte. Tessa wandte sich wieder den beiden ausgedruckten Fotos zu. Amelie. Amelie auf einem Bett, mit geöffneten Lippen und einem verstörten Blick, entblößt, die Beine gespreizt, splitterfasernackt. Tessa spürte Übelkeit aufsteigen. Sie zwang sich, das zweite Foto anzusehen. Eine Variation der ersten Aufnahme, eine andere Pose. Tessa faltete die Ausdrucke zusammen und schob sie zur Seite. Sie hatte genug gesehen. Neben ihr weinte Elisabeth lautlose Tränen. Tessa war sprachlos. Kinderpornografie? Unmöglich. Alles hätte sie erwartet. Das nicht. Nicht in dieser Familie. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich vor den Fotos gesessen habe, bevor ich sie ausdruckte. Habe den Computer ordentlich runtergefahren, als ob nichts gewesen wäre. Aber ich konnte an nichts anderes mehr denken. Diese Fotos in meiner Tasche. Ich wollte sie nicht mehr anfassen. Ist mein eigener Mann unsere Tochter? Er ist ihr Vater. Ich habe fieberhaft nach einer anderen Erklärung gesucht. Aber mir fiel keine ein. Dann wurde ich wütend. Mein Martin? Niemals. Aber wer dann? Wer hat die Fotos gemacht? Wie sind sie auf den Laptop meines Mannes gekommen? Und warum hat er sie mir nicht gezeigt? Wir hätten damit zur Polizei gehen müssen. Schwein finden, das die Fotos gemacht hat. Haben Sie Ihren Mann zur Rede gestellt? Er hat gezittert und war kreideweiß, aber gesagt hat er nichts. Verstehen Sie? Ich hatte gehofft, dass er eine Erklärung dafür hat, dass er vielleicht sogar von den Fotos gar nichts weiß. Das ist natürlich Unsinn, aber er wusste davon, vollendete Tessa den Satz. Ja, er saß da wie ein geprügelter Hund, mit dem Kopf in den Händen, jammerte, dass er alles erklären könne. Es wäre alles anders, als ich denke, bla bla bla. Aber er hat nichts erklärt. Ich habe geschrien, dass ich ihn bei der Polizei anzeige, dass er unsere Tochter, wenn er sie angefasst hat, nie wiedersehen wird. Ich habe ihm wehgetan. Ich war panisch. Und er hat gestammelt, dass er uns liebt, dass er Amelie niemals etwas antäte, dass alles ganz anders wäre. Ihr Gesicht verzog sich vor Ekel. Er hat immer wiederholt, dass er noch nicht darüber sprechen kann, dass er alles aufklärt und dann. Scheiße, alles eine große Scheiße.
Und dann hat er gebettelt, ich soll ihm vertrauen. Aber wie bitte kann ich das? Ich liebe ihn, aber kann ich ihm noch vertrauen? Ich habe geschrien, dass er gehen soll, sofort. Und das hat er getan. Er zog eine Jacke über und sagte, dass er uns liebt. Dann war er weg. Und er ist nicht wiedergekommen. Verstehen Sie? Tessa warf einen Blick auf die beiden Bögen, die unberührt in der Tischmitte lagen. Zogen sie die richtigen Schlüsse? War er wirklich der liebende Vater und Ehemann? Dass er verschwunden war, konnte man doch nur als Schuldeingeständnis werten, oder? Und schließlich die wichtigste Frage. Sie hing drückend wie eine Gewitterwolke im Raum. Wo war Martin König? Ja, danke Angelique für diesen ersten Leseslot. Die Frage, wo Martin König ist, wird sich dann im weiteren Lauf der Geschichte dann ja noch klären. Interessant ist ja diese Aufbau, diese Figuren, weil da jemand, diese Tessa vom Kriseninterventionszentrum mit dabei ist, was ich vermute mal eher selten ist in psychologischen Whodunits oder Krimis, diese Institution, und kennt wahrscheinlich noch nicht jeder Leser, ich zugegebenermaßen auch nicht, deswegen vielleicht kannst du erstmal kurz zu diesen Rahmenbedingungen was erklären, was das tut, was das macht. Und eine Frage von Manuela war auch, ist es denn tatsächlich realistisch, dass jemand von so einem Kriseninterventionszentrum abgestellt wird, nur weil ein Mann verschwunden ist? Ja, also ich fange mal vorne an mit deinen Fragen. Also ich bin ja Psychologin und Psychotherapeutin. Ich habe über 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und habe dort meine ersten Erfahrungen gemacht mit Traumapatienten und habe Kontakt gehabt zum Weißen Ring, die ja eine der größten Opferorganisationen in Deutschland ist. Und als ich 2005 in eigener Praxis niedergelassen habe, habe ich mich durchaus auch auf solche Patienten spezialisiert. Da bin ich dann tatsächlich dem Kriseninterventionsteam über den Weg gelaufen, die nämlich diese Menschen betreuen, direkt nachdem etwas ganz, ganz Furchtbares geschehen ist. In der Regel hat es mit Tod zu tun. Also wir kommen immer dann, wenn schreckliche Dinge geschehen, wie beispielsweise ein Verkehrsunfall mit Toten, Gewaltdelikte, Geiselnahmen, Raubüberfälle, aber auch Suizid oder auch, stell dir vor, der plötzliche Herztod eines Mannes in den 40ern und er fällt auf der Straße plötzlich tot um. Wer sagt eigentlich seiner Frau und den vielleicht Kindern, die er hat, was passiert ist? Und das genau ist die Aufgabe von so einem Kriseninterventionsteam, die dann zum Beispiel mit der Polizei in diese Familie fährt, um eine Todesnachricht zu überbringen. Und ich fand es einfach eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, meine Kenntnisse der Psychologie ganz vorne einzusetzen, nämlich da, wo das Unglück anfängt, wo die Katastrophe ihren Ursprung hat. Und direkt am Unfallort, am Tatort, am Ort des Geschehens überlebende Opfer, Angehörige und betroffene Menschen zu betreuen und nicht erst zu warten, bis sie mit schweren seelischen Problemen Jahre später zu mir in die Praxis kommen. Und das fand ich eine so gute Mischung und tatsächlich dann in der Realität hat sich das bewahrheitet. Ich mache das jetzt seit fast 7 Jahren und ich habe es nie bereut. Ja, da kann man natürlich auch gleich hinterher fragen. Du hast ja jetzt ganz eben aus deiner praktischen Arbeit berichtet. Und wenn man den ganzen Tag mit solchen grausamen Geschichten zu tun hat, wie kommt man denn dazu, dann in seiner Freizeit auch noch so grausame Geschichten? Ich meine, wir haben es jetzt hier in diesem Fall, da geht es ja um Kinderpornografiebilder und so weiter. Wie kommt man denn dazu, das dann auch noch in seiner Freizeit zu machen? Und ich muss dazu sagen, du hast vollkommen recht. Ja, weil ich mache meine Autorentätigkeit in meiner Freizeit, um mein Gehirn sozusagen leer zu machen. Deins ist ja immer noch voll von der Tagesarbeit und dann die Abendarbeit. Und dann würde ich mich dann auch nochmal ganz gerne fragen, wie machst du dein Hirn tatsächlich leer? Ja, also es ist vielleicht für Außenstehende ein bisschen schwierig zu verstehen, aber so ein Einsatz, wie ich ihn gerade geschildert habe, also zur Betreuung einer Vermissenden, ist durchaus ein realistischer Einsatz, ein vergleichsweise harmloser Einsatz, so nicht wirklich vielleicht schon klar ist, dass ein Kind
wirklich länger vermisst ist zum Beispiel und man also damit rechnen muss, dass es tot ist, dann ist es ein schwieriger Einsatz. Aber man erlebt sowohl in der Psychiatrie als auch in der Psychotherapie und natürlich erst recht in der Krisenintervention, also in der Arbeit mit der Polizei, unglaublich viele Dinge. Ich habe es ständig mit intensivsten Gefühlen zu tun. Und man erlebt aber durchaus auch am Rande kleine Anekdoten, sehr berührende Dinge, Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe, tauchen auf und es gibt keine einfache Antwort darauf und ich musste diese Dinge auch irgendwie loswerden. Und ich habe angefangen, so kleine Anekdoten aufzuschreiben, Fragen aufzuschreiben, die mich beschäftigt haben, Dinge, die ich gesehen oder die ich gerochen oder die ich gehört habe, zu formulieren, weil tatsächlich dafür Sprache zu finden mir hilft, mich wieder davon zu distanzieren. Also ich bin es dann los, wenn es erstmal geschrieben steht. Und aus diesen kleinen Anekdoten wurden immer größere Geschichten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, komm, dann kannst du auch ein Buch draus machen. Und das ging dann nicht, weil es waren so viele Geschichten, dass ich jetzt ganz viele Bücher schreiben muss. Ja, das ist natürlich eine Antwort von einer Psychologin, die dann sagt, dass sie ihre schlimmen Erlebnisse tagsüber, indem sie sie aufschreibt, dann auch tatsächlich los ist. Ja. Ist ein bisschen von hinten und so weiter gedacht, aber scheinbar funktioniert es. Das heißt natürlich auch, dass wenn du deine Protagonistin, die Tessa, sehr nah an dem ansiedelst in ihrer Tätigkeit, was du da tust, dann stellt sich natürlich dann sofort die Frage, wie viel steckt von dir in Tessa oder was ist in Tessa drin, was du nicht bist. Also projizierst du da auch so ein bisschen was rein, was du nicht sein kannst oder nicht sein darfst oder so? Also die Tessa hat natürlich insofern einiges von mir, weil ich versuche, ihr all meine Fachkompetenz mitzugeben. Ja, also, das merkt man, ja. Ja, ich hoffe. Ich schreibe durchaus sehr, sehr, also es ist mir sehr wichtig, präzise in meiner Fachrichtung zu schreiben, was übrigens auch die Arbeit der Polizei betrifft. Das liegt mir sehr am Herzen. Das findet nicht immer Anklang beim Leser, weil es ja teilweise ein bisschen langweiliger ist als vielleicht im Tatort. Ja. Aber diese Fachkompetenz gebe ich ihr mit. Die Geschichten haben immer einen Ausgangspunkt an dem, was ich selber erlebt habe und entwickeln sich dann komplett anders weiter. Also meine Fantasie sind dann gar keine Grenzen mehr gesetzt und ich spinne mich total aus. Ich liebe das sehr. Und dann hat Tessa gar nichts mehr mit mir zu tun. Sie ist in allem viel besser. Ja, sie ist hübscher, sie ist klüger, sie ist witziger, sie ist charmanter, sie ist naiver, sie ist, ach, also ich mag sie sehr. Und alles das, was ich ihr nicht mitgeben kann oder will, das kriegen dann die anderen Protagonisten. Insofern ist es mir auch immer eine Freude, was zu schreiben, weil die meisten Protagonisten in meinen Büchern, auch Täter, mag ich. Das war eine gute Antwort. Alles, was wobei, also schöner kann die Tessa nicht sein. Also das geht schon mal gar nicht. Aber ein interessanter Ansatz, doch, das habe ich verstanden. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Du hast gerade eben angesprochen, dass es auch wichtig ist, was die Polizeiarbeit macht. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Leseslot. Da lernen wir nämlich das Ermittlerteam kennen. Und da sind wir natürlich auch gespannt, jetzt sozusagen die Polizeiarbeit kennenzulernen. Ja, vielleicht noch, bevor es losgeht, ein Satz dazu. Also die Polizeiarbeit korrekt darzustellen, da verwende ich viel Mühe drauf. Mein Mann ist Polizist und ich kriege wahnsinnige Ärger, wenn ich da was falsch mache. Wir haben so viele Polizisten im Freundeskreis, dass die mir also wirklich böse wären, wenn ich da unkorrekt oder luschig arbeite. Insofern, auch da muss ich manchmal mich ganz schön anstrengen. So, es geht weiter. In der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert. Wir lernen im Buch die Tessa ein bisschen besser kennen. Und die Elisabeth König hat einen Brief in ihrem Briefkasten gefunden, der von ihrem Mann stammt. Und er also offenbar lebt, aber seinen Suizid angekündigt hat. Und sie ist völlig verzweifelt und hat der Polizei Bescheid gesagt und auch die Kollegen der Feuerwehrwache gerufen, damit sie ihren Mann jetzt bitte suchen. Und das tun die auch. Kriminalhauptkommissar Torben Koster saß zusammengesunken im Stuhl hinter seinem Schreibtisch und starrte an die gegenüberliegende Wand.
Der Stadtplan von Hamburg, der dort lag, half ihm kein bisschen weiter. Der kurze Blick aus dem Fenster ließ auch nicht hoffen. Der Himmel war wolkenverhangen, vermutlich schneite es später. Das Telefon klingelte und riss ihn aus seinen Gedanken. Ein Blick auf das Display verriet ihm, dass der Anruf aus der Polizeizentrale kam. Seufzend griff er nach dem Hörer. Eine Minute später lehnte er bei seinem Kollegen Michael Liebetrau im Türrahmen. Der hing so tief über der Computertastatur, als wolle er gleich hineinbeißen. »Hey, Liebchen, es gibt Arbeit für uns. Ein Tötungsdelikt in Sasel. Pack zusammen. Ich fordere die Spusi an. Der Pressesprecher ist bereits alarmiert, also zieh dich hübsch an.« Außer einem Brummen erhielt er keine Antwort. Liebchen war in sein PC-Problem versunken und Multitasking lag ihm nicht, obwohl er Vater von 3 Kindern war. Costa hatte seinen Kollegen schon vor langer Zeit Liebchen getauft. Und das, obwohl Liebetrau ein Baum von einem Kerl war und genauso grob wirkte. Doch wie so oft täuschte der erste Eindruck auch bei ihm. Costa hatte auch ganz andere Seiten an ihm kennengelernt und wusste um sein großes Herz. Für die Fahrt ins Naturschutzgebiet nach Sasel brauchten sie trotz Blaulicht und Martinshorn eine Viertelstunde. Costa dauerte das viel zu lange. Er war ungeduldiger geworden im letzten Jahr. Doch nun wartete ein neuer Fall, eine neue Herausforderung statt alten Selbstmitleids. Darauf musste er sich nun konzentrieren. Am Ende des Waldwegs, den sie hinunterfuhren, sah er die zuckenden Blaulichter, die sich im Schnee der Felder gespenstisch widerspiegelten. Das letzte Stück in den Wald rutschten sie vorsichtig über den vereisten Waldboden in eine kleine Senke. Rechter Hand zog sich ein zugefrorener Bach zwischen den Bäumen entlang. Zwischen den Buchen glitzerte das Licht der tiefer stehenden Nachmittagssonne und tauchte den Wald in eine malerische Landschaft. Costa hätte sich nicht gewundert, wenn zwischen den Stämmen plötzlich Rehe aufgetaucht wären. Das Absperrband der Polizei strafte die Idylle jedoch Lügen. Der junge Polizist, der das Band für ihn hochhält, stapfte mit den Füßen auf der Stelle, um der Kälte zu trotzen. Costa bückte sich unter dem Band durch und blickte zum Tatort. Aufgrund der weiträumigen Absperrung konnte Costa die Leiche von hier aus nur anhand eines dunklen Fleckes im weißen Schnee ausmachen. Sie lag rechts neben einem großen Holzstapel. Costa bemühte sich, möglichst alles in sich aufzunehmen. Er konnte nichts riechen. Die Kälte vertrieb jeden Duft. Eine dichte Schneedecke roch ihm nicht. Kein Lüftchen rührte sich. Er hörte nur das geschäftige Treiben seiner Kollegen. Stimmen, Summen, Handyklingeln. Jemand schneuzte in ein Taschentuch. Sie waren alleine in diesem Waldstück gewesen. Der Mörder und sein Opfer. Warum in diesem Wald, an diesem idyllischen Fleckchen? Der Holzstapel war zu klein, um Sichtschutz zu bieten. Es war schweinekalt. Sie mussten beide gefroren haben. Sie waren sich nicht zufällig begegnet. Costa war sich sicher. Waren sie vielleicht zusammen hergekommen, wie bei einem Spaziergang? Die Spurensicherung schleppte Koffer über einen Pfad Richtung Leiche. Kurze Absprachen und Rufe schallten durch den Wald. Liebchen näherte sich von der Seite. Er hatte mit einem Schutzpolizisten gesprochen und erfahren, dass es sich um eine Schusswunde handelte. Wie nah hatten sich Täter und Opfer gegenübergestanden? Wie kaltblütig war der Täter zu Werke gegangen? Der Schuss muss kilometerweit zu hören gewesen sein. Das war riskant. Der Täter fühlte sich sicher, sagte Costa. Er zog einen Overall an und folgte der Prozession weißer Heinzelmännchen durch den Schnee. Er achtete darauf, in die Fußstapfen von Liebetrau zu treten. Endlich stand er direkt vor der Leiche. Der Chef der Spurensicherung wies gerade an, den Powermoon-Leuchtballon aufzustellen. Gleich würde der Tatort wie ein Operationsfeld ausgestrahlt sein.
So, Torben, schauen wir mal. Männlicher Leichnam, voll bekleidet, laut Schutzpolizei vom Zeugen identifiziert als Martin König, vermisst gemeldet von seiner Ehefrau. Das Opfer lag auf dem Rücken, die Augen geschlossen. Und trotz der blaugrauen Gesichtsfarbe und dem vielen Blut wirkte er recht friedlich. Bei näherem Hinsehen erkannte Costa das Einschussloch an der blutverschmierten Schläfe. Die Austrittswunde musste am Hinterkopf sein. Schneeweißchen und Rosenrot, dachte Costa. Der Arzt deines Vertrauens wird dir hoffentlich mehr sagen können. Eine Waffe haben wir bislang nicht gefunden. Koglers Worte drangen in Costas Bewusstsein. Dann müssen wir dringend danach suchen, sagte er und wandte sich an Liebetrau mit der Bitte, eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei zur Durchsuchung des Waldstücks anzufordern. Liebetrau berichtete, dass ein Kollege aus der Wache des Opfers ihn gefunden hatte. Daniel Tollwitz. Tollwitz, nicht Tollwut. Liebchen grinste. Der Vorgesetzte des Opfers hatte eine Suche organisiert. König war Feuerwehrmann. Er hatte seinen Suizid angekündigt. Suizid? Antwortete Costa. Ja, pass auf, es kommt noch schlimmer. So wie es aussieht, hat der Mann Nacktfotos seiner 5-jährigen Tochter gemacht. Der Typ war ein Kinderschänder. Liebetrau verzog angeekelt den Mund. Er ließ keinen Zweifel daran, was er von so einem Vater hielt. Aber wenn er sich selbst umbringen wollte, warum hat ihn dann jemand eine Kugel in den Kopf gejagt? Fragte Costa irritiert. Keine Ahnung, vielleicht aktive Sterbehilfe? Costa warf ihm einen strengen Blick zu. Ja. Übrigens, der Tote wohnt gleich auf der anderen Seite des Waldgebiets, war sozusagen heimisches Jagdrevier für ihn, erzählte Liebetrau weiter. Ach, und der Kollege von der Feuerwehr, der wartet im Einsatzbus, ist ein junges Bürschchen. Lass uns zu ihm gehen, im Bus ist es bestimmt ein paar Grad wärmer als hier. Der Feuerwehrmann Daniel Tollwitz kauerte auf dem Sitz mit den Armen auf den Oberschenkeln und gesenktem Kopf, als Costa die Tür des Mercedes Vito aufschob. Angenehme Wärme strömte ihnen entgegen. Das Gebläse der Standheizung lief auf vollen Touren und Costa und Liebchen flüchteten sich dankbar in den Bus. Die ungewöhnlich grünen Augen des jungen Feuerwehrmannes flackerten nervös zwischen ihnen und Liebetrau hin und her. Costas Blick ließ ihn erröten, als ob er etwas Peinliches gesagt hätte. »Wie geht es Ihnen?«, fragte Costa. Die hektischen roten Flecken am Hals des Jungen breiteten sich aus. »Martin, er ist einer von uns. Wer hat ihm das angetan?« Costa nickte verständnisvoll. »Wie haben Sie Martin König gefunden?« »Martin und seine Frau gehen hier gern spazieren. Sie hat uns heute Mittag eine Liste aller Orte erstellt, die ihnen wichtig sind. Ich habe ihn gleich gesehen.« »Haben Sie ihn berührt?«, fragte Costa. Tollwitz schüttelte den Kopf. »Haben Sie jemand in der Nähe ge...« Costas Handy klingelte, ausgerechnet jetzt. Genervt drückte er das Gespräch weg. Er wollte gerade weiterfragen, als jemand an die Fensterscheibe des Busses klopfte. Ein Polizist blickte verlegen durchs Fenster. Costa erbarmte sich und öffnete die Tür. »Falls Sie sich aufwärmen wollen, okay, von mir aus, kommen Sie rein.« »Nein, danke. Es ist, der Revierförster lässt sich nicht abwimmeln«, stotterte der Mann. »Förster?« Ein alter Mann in grünem Loden und mit einem Jagdhund an der Leine drängelte an dem Polizisten vorbei. »Sie können hier nicht alles absperren. Die Tiere brauchen ihre Futterstelle. Ich muss das Futter auslegen«, krächzte der Alte. Costa wusste nicht, ob er lachen oder losbrüllen sollte. Das durfte doch wohl nicht wahr sein. Das war hier eine Mordermittlung und dieses Waldmännchen spazierte an den Tatort, um den Futterplatz räumen zu lassen. »Entschuldigen Sie, ich bin mitten in einer Zeugenbefragung. Kommen Sie bitte später wieder«, sagte er und versuchte höflich zu bleiben. »Nein, Ihre Leute trampeln alles kaputt, lärmen und verscheuchen das Wild. Das geht nicht. Ich bin für das Revier verantwortlich. Die Tiere brauchen...« Costa entschied sich. »Sie haben vollkommen recht. Wir entbinden Sie von dieser Aufgabe.« Er hob die Hand, als der alte Mann gerade zu Widerworten ansetzen wollte. »Die Polizei beschlagnahmt hiermit den gesamten Forst. Ende der Durchsage.«
Mit Schwung zog er die Tür des Vito zu. Liebchen konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Ihm war deutlich anzumerken, dass ihm diese Vorstellung gefallen hatte. Wir beschlagnahmen den gesamten Forst, er gluckste. Draußen hörte man den Polizisten im eifrigen Wortgefecht mit dem Förster. Diesmal schien er die Oberhand zu behalten. Zurück zu Ihnen, Herr Tollwitz. Haben Sie eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Tollwitz schüttelte stumm den Kopf. Es klopfte erneut an die Wagenscheibe. Costa hielt es nicht länger auf dem Sitz. Was zum Teufel war hier los? Er riss die Tür auf und blickte in das besorgte Gesicht eines drahtigen Mannes. Thomas, endlich! Rief Daniel Tollwitz. Daniel hat mich angerufen, nachdem er Martin gefunden hat. Ich bin sein Zugführer. Ich werde Daniel jetzt nach Hause bringen. Wir sind bald fertig. Wir melden uns dann bei Ihnen. Costa merkte, wie sein Geduldsfaden sich weiter anspannte. In dieser Befragung war der Wurm drin. Nein, es ist viel zu kalt. Der Junge steht unter Schock. Ich nehme ihn jetzt mit. Überlegen Sie sich was anderes. Mir reicht's. Genervt winkte Costa ab und ließ sich im Sitz zurücksinken. Er hatte es satt. Sollte Liebchen sich doch mit den Männern rumärgern. Und das wird er auch noch müssen, denn die Feuerwehr hält zusammen wie Pech und Schwefel und lässt niemand in diese verschworene Gemeinschaft reinschauen. Ja, danke Angelique für diesen zweiten Leseslot. Da waren wieder ein paar schöne, detailreiche und psychologische Elemente mit drin. Diese Geschichte mit dem Förster und so, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich habe da mal tatsächlich so eine Frage, was die Beobachtung angeht. Also eine Bekannte von mir, die ist auch Psychologin und über die witzeln wir immer, dass sie noch nicht mal einem Postboten beim Briefe einwerfen zusehen kann, ohne das zu analysieren oder irgendwas rauszulesen, die Art und Weise, wie er tatsächlich aus dem Auto steigt und die Briefe einwirft. Ist das so im Alltag einer Psychologin, dass man permanent sozusagen automatisch immer so ein bisschen hinterher guckt und versucht, was zu sehen? Nein, also man versucht es nicht. Es fallen mir natürlich Dinge auf. Also wenn der besagte Postbote oder jemand einen Brief in den Briefkasten wirft und noch 3, 4, 5 Mal hinterher guckt, ob der Brief auch wirklich drin verschwunden ist, dann denke ich stört daran, dass es so zwanghafte Züge hat. Ansonsten nein, überhaupt nicht. Das wäre mir auch viel zu anstrengend, wenn ich die ganze Zeit immer alles gleich in so ein System einordnen sollte. Und Menschen sind einfach so verschieden und so wunderbar, und was nun krankhaft und pathologisch ist, ist auch so fließend, da würde man selber dann kaputt gehen, wenn man das täte. Ah ja, gibt es also tatsächlich auch den unvoreingenommenen Gang durch die Stadt, ohne dass man tatsächlich da analysiert. Du hast vorhin erwähnt, dass du die Arbeit der Polizei auch relativ genau beschreibst, weil du sonst Ärger kriegst in deinem Bekannten- und Familienkreis. Da habe ich mal eine Frage, heißt die Spurensicherung wirklich Spusi innerhalb der Polizei? Ja, also eigentlich, es gibt eine Menge Namen für die. Eigentlich sind es ja Kriminaltechniker. Ja. Das ist vielleicht jetzt eine Koinzidenz an den Leser, weil das ist die bekannteste. Das bekannteste Wort, und es ist nicht verkehrt. Mhm. Aber es gibt andere Sachen, die ich eben nicht mitmache und die im Tatort aber zum Beispiel regelmäßig vorkommen, die aber einfach falsch sind. Mhm. Und zum Beispiel diese Befragung des Zeugen, die läuft ja wirklich schlecht, ja. Und Leser sagen dann, ja, was lässt sich der Polizist da auf der Nase rumtanzen? Es ist aber so, dass die Polizei keinerlei Rechte hat. Also das ist ein Zeuge und der ist nicht mit der Tat in Verbindung, jedenfalls im Moment. Und der muss überhaupt nichts sagen. Und wenn er will, dass 10 Leute bei der Befragung dabei sind, geht das auch. Also die Polizei kann ihm nichts vorschreiben. Ja, und die müssen sich in der Tat auf der Nase rumtanzen lassen. Wieder was gelernt. Wo wir gerade dabei sind, also in den allermeisten Krimis sind die Ermittlerfiguren, sind ja Polizisten. Wohl auch deswegen, weil einem als Polizisten eben auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen. Also die haben eben, wie gesagt, bestimmte Kompetenzen und haben einen riesen Apparat da hinten dran und so weiter. Tessa ist ja nun eine angenehme Ausnahme. Aber ihr steht im Prinzip nur ihre psychologische Kompetenz zur Verfügung. Gibt es dieses Ermittlerteam mit dem Bruns und dem Köster nur als verlängerte Werkbank, oder war die Idee umgekehrt, ein Ermittlerteam
zu haben und einem Ermittlerteam mal eine erfahrene Psychologin zur Seite zu stellen, um dadurch den Plot psychologischer zu machen. Also war erst Tessa sozusagen die Idee und dann zu gucken, ah, die braucht ja irgendwie ein Polizeiteam, damit ein Fall gelöst werden kann. Oder war erst die Idee, einen Krimi zu schreiben und zu sagen, ach, dann packe ich da noch eine Psychologin mit dazu, damit es ein bisschen psychologischer wird? Weder noch. Also die Idee war, mich interessieren die Opfer. Also was macht eine Tat mit denen, die überleben? Mich interessiert nicht so sehr, warum Täter Dinge tun. Mhm. Da gibt's eine Menge Gründe und die sind meistens relativ banal. Die Opfer reagieren jedoch in einer extremen Bandbreite und das interessiert mich psychologisch. Also ich brauchte eine Psychologin, damit ich auch alles von anderer Seite etwas herleiten kann. Mhm. Aber wenn du vielleicht mal an dich selber denkst, stell dir vor, du würdest Opfer eines Raubüberfalls werden oder noch schlimmere Dinge. Das, was für dich am wichtigsten ist, die Polizei. Nämlich, wie ermittelt die? Wie weit sind die? Welche Informationen kannst du bekommen? Was machen die? Mhm. Ja? Also für Opfer ist das, was die Polizei macht und wie sie es macht und wie sie von denen informiert wird, was ganz Wichtiges. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich also daran interessiert bin, wie wirken sich Taten aus, dann komme ich um die Polizei nicht rum. Ah, okay. Ja, interessanter Ansatz. Also tatsächlich von den Opfern her zu denken, das hat man auch nicht oft. Da stellt sich natürlich gleich die nächste Frage. Anne fragt, jetzt hast du so ein bisschen erklärt, wie du deinen Plot aufgebaut hast und was dich daran interessiert. Wo und wie hast du das reine Schreibhandwerk denn dann gelernt? Ja, unangenehme Frage, weil ich glaube, ich habe das gar nicht gelernt. Ich würde so gern mal lernen. Also, ja, ich meine, wenn man hier bei BTB irgendwie da gelandet ist, dann muss man ja schon sozusagen so schreiben zu können, dass es auch ein Verlag veröffentlicht. Also von daher ein bisschen ist das, schreibst du auch in deinem Beruf relativ viel und hast das sozusagen übernommen. Ja, ich schreibe natürlich Fachtexte in meinem Beruf oder Krankenakten oder ähnliches. Also Wörtern umzugehen, macht mir Spaß. Und ich habe auch ganz artig und ganz fleißig einiges an Schreibliteratur, Schreibratgeber natürlich gelesen. Und was da drin steht, versuche ich auch durchaus immer mal wieder zu beherzigen. Denn das ist ja nicht umsonst von denen geschrieben worden. Also da gibt es ja schon eine Menge gute Tipps, die man beherzigen kann. Und dann, glaube ich, lerne ich einfach von Buch zu Buch eine Menge darüber, wie Sätze funktionieren, wie Geschichten funktionieren. Und ja, da werde ich auch in den nächsten Büchern noch ganz, ganz viel zulernen müssen, weil ich glaube, ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne hin möchte. Aber auf der anderen Seite ist kein Autor jemals, also habe ich mir sagen lassen. Oder so, ja. Einfach anfangen und dann versuchen, wie gesagt, das, was andere kluge Menschen schon dazu geschrieben haben, auch zu berücksichtigen. Ja, das wahrscheinlich steht bei dir auch irgendwo ein Sohlstein im Regal oder so. Bedingt, ja, zum Beispiel. Ja. Finde ich auch gut und richtig. Mir gefällt tatsächlich so die Grundidee, die These hinter deinen Geschichten, einmal von den Opfern her zu denken, dann da auch eine Figur einzuführen, dann mit diesem Kriseninterventionsteam, was es real gibt. Ich war überrascht von deiner Aussage, aber sie scheint zu funktionieren, dass du schreibst, dann bist du es wieder los, dann bleibt es nicht im Kopf, sondern dann ist es tatsächlich weg. Das ist ein echt interessanter Ansatz. Nur das ist der Grund, warum so viele Menschen Tagebuch schreiben. Das hilft. Ja, man findet Worte für Gefühle und schreibt noch ein bisschen rechts und links daneben und das bietet dir die Möglichkeit, dich von diesem Gefühl auch wieder zu distanzieren. Deswegen schreiben wir Liebesbriefe, Tagebuch, wir schreiben Wutbriefe, wir kotzen uns im Internet aus, mal mehr, mal weniger reflektiert, aber im Grunde dahinter ist immer der gleiche Impuls, nämlich es loswerden zu wollen und das klappt. Ja, wo du es gerade sagst, also bei diesen Internet-Trollen glaube ich nicht, dass das hilft. Und Tagebuch hat man vielleicht mit 18 geschrieben, aber interessant. Also wir sind gespannt. Ich hoffe, dass ein dritter Band irgendwie unterwegs ist. Das war jetzt der zweite Band. Ja. Also es kommt jetzt im Oktober ein Buch über das Kriseninterventionsteam. Das sind eher Einsatzgeschichten, sehr, sehr berührend und mit den jeweiligen psychologischen Erklärungen auch, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Mhm. Wenn ich eine Todesnachricht überbringe oder mich mit denen von ihren Verstorbenen verabschiede. Ein Herzensprojekt, ein sehr schönes Buch. Und der nächste Tessa-Roman kommt dann in 2017. Das ist nächstes Jahr. Ja.
Nächstes Jahr, ich weiß das genaue Datum noch nicht, aber nächstes Jahr. Und das wird auch wieder sehr spannend. Spielt im Hamburger Hafen und es geht um Paare, sage ich mal, im weitesten Sinne. Opferpaare, Täterpaare. Geheimnisvolle Andeutungen. Mhm. Und dann sind wir gespannt, wie das von einer echten Psychologin aufbereitet wird. Eine tolle Idee, überhaupt mal Psychologie in so einem Fall nicht mit diesen üblichen Profilern da einzubauen, sondern tatsächlich mit dieser Figur und auch mit dieser Fachkompetenz, die das da schreibt. Also spannend sowieso. Aber kein reiner Whodunit, sondern tatsächlich psychologisch. Man lernt, da sind auch Kapitel, die du jetzt überlesen hast, wo die Tessa da so selber so in ihrer Therapie da Fälle bearbeitet. Ja. Also kann man echt super was von lernen, ganz spannend. Dann, danke dir. Ja, müssen wir jetzt kurze Pinkelpause machen. In 13 Minuten geht es hier mit dem nächsten los. Ein ganz toller Kollege, nicht verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mit dabei warst und so schön gelesen hast und toll geantwortet hast. Und ja, ich dann freuen wir uns jetzt noch auf das Ende dieser Krimi-Woche. Ja, lieben Dank. Bis bald. Tschüss. Ja, auf alle Fälle.